Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Heute geht es darum, wie man Luffas selbst vorziehen kann. Luffa-Gurken gehören zu den Kürbisgewächsen. Die Früchte kann man jung essen, die schmecken so ein bisschen wie Zucchini, aber wir ziehen Luffas nicht wegen der Früchte, sondern wegen der Schwämme, die sich in den ausgereiften Luffas bilden. Diese Schwämme, die kann man zum Spülen verwenden. Ihr seht ja, hier ist ganz weich. Die hier sind noch ungenutzt, die sind ganz fest noch. Und man kann die auch zur Körperpflege verwenden. Und die bilden sich eben in den Früchten, wenn die Früchte komplett ausgereift sind. So sehen die Samen von der Luffa-Gurke aus. Schwarz und eine ziemlich harte Schale. Die sind so ein bisschen keimträge und deswegen braucht man ein, zwei Tricks, damit man die besser zum Keimen kriegt. Das eine ist, man kann die Schale der Luffa anknipsen. Die hat zwei Seiten, also so ein Kern hat zwei Seiten. Auf dem einen hat er so ein bisschen was wie Augen und auf der anderen Seite ist er so gerundet. Und auf dieser Seite, wo er keine Augen hat, knipsen wir den einfach mit so einem Nagelknipser ein bisschen an. Die angeknipsten Luffa-Samen, die kommen dann in so eine Tupperdose mit einem verschließbaren Deckel. Ich habe hier ein bisschen Toilettenpapier oder eine Serviette, das lege ich da auf den Boden von der Tupperdose. Dann feuchte ich das sehr gut an, am allerbesten nimmt man dafür Regenwasser. Und auf dieser feuchten Serviette, die ist ein bisschen zu feucht geworden, da mal ein bisschen Wasser raus. Also sie soll feucht sein, aber nicht irgendwie unter Wasser stehen. Auf diese feuchte Serviette legen wir jetzt unsere angeknipsten Luffa-Samen drauf. So, zieht auf jeden Fall mehr Luffa-Samen vor, als ihr später an Pflanzen braucht. Nicht jede Pflanze wird was, nicht jeder Samen keimt und selbst wenn er gekeimt ist, dann wächst nicht unbedingt jede Pflanze. Ich hatte letztes Jahr 6 Luffa-Pflanzen und am Ende war nur eine davon übrig. Also ruhig ein paar mehr Samen vorziehen. So, die liegen jetzt hier in dieser Dose. Dann verschließen wir die. Meine geht hier richtig zu mit einem Deckel. Und weil Luffas Dunkelkeimer sind, machen wir da jetzt so ein dunkles Deckchen drüber. Und das Ganze kommt jetzt auf eine Heizung, die brauchen zum Keimen wirklich 25 bis 28 Grad. Also ich stelle das einfach so hier auf meine Heizung drauf. Dieses Döschen schauen wir uns jetzt einmal am Tag an und öffnen es, damit frische Luft reinkommt und damit wir sehen, ob die Samen gekeimt haben. Sobald der Keim zu sehen ist, müssen die nämlich umziehen in ein Töpfchen. Wir wollen ja den Keim nicht abbrechen, also wenn er noch ganz, ganz klein ist, gerade zu sehen ist, ziehen die in ein Töpfchen um. Da die sehr große Keimblätter bekommen, wie Kürbisartige das eben nun mal tun, nehmen wir dazu am besten so ein 9 cm Töpfchen in dieser Größe. Unten kommt ganz normale torffreie Pflanzerde rein und die obersten Zentimeter mache ich eine torffreie Aussaaterde hin, weil die Samen ja eher so eine nährstoffarme Erde brauchen. Aber wenn unten die reichhaltige Erde drin ist, dann müssen wir die nicht mehr umtopfen. Hier seht ihr eine Luffa, die ich eben schon vor ein paar Wochen da reingepflanzt habe, die gekeimt hat, die richtig gut gewachsen ist. In diesem Töpfchen kann sie jetzt stehen bleiben, kann und muss sie stehen bleiben. Die sind nämlich sehr kälteempfindlich, also sie dürfen, bei uns kommen sie nach den Eisheiligen in unser Gewächshaus, dort ist es relativ kuschelig warm und 2 Wochen später, also wir härten die dort so ein bisschen ab, 2 Wochen später kommen sie dann in die Beete. Nur mal um zu zeigen, wie unterschiedlich die sich entwickeln können, diese beiden Pflanzen habe ich zur gleichen Zeit ausgesät, die waren gleich weit gekeimt, haben dieselben Wachstumsbedingungen gehabt. Sieht nicht so aus, als würde die weiter wachsen wollen, also deswegen lieber ein paar mehr Samen vorziehen. Luffas sind wärmeliebend, also sie brauchen möglichst viel Wärme. Wenn ihr könnt, lasst sie in einem Gewächshaus wachsen, die brauchen ein Ranggitter, die ranken so wie Gurken. Ihr könnt sie aber auch draußen auspflanzen, hat bei uns gut funktioniert die Jahre. Dieses Jahr werden wir sie ins Tomatenhaus pflanzen, damit sie ein Dach über dem Kopf haben. Bis die Früchte ausreifen, das dauert wirklich recht lange. Bei uns ist das im Oktober der Fall und da ist es oft schon nass und kalt und da sind sie sicherlich mit einem Dach über dem Kopf besser aufgehoben. Ihr könnt die Früchte hängen lassen, bis sie am Stock braun werden, das sieht dann so aus. Wenn aber vorher Frost angesagt ist, dann bitte lieber grüne Früchte ernten und auf der Heizung nachtrocknen lassen. Die ist voller neuer Samen, hört ihr? Die kann man hier rausmachen und von dem Schwamm trennt uns jetzt nur noch die Schale, die müssen wir entfernen. Dazu drücken wir die Schale so ein und dann können wir die hier so am Ende abziehen.
Wenn die Schale ab ist und wir alle Kerne, manchmal verstecken sich da noch welche drin, wenn wir alle Kerne rausgeschüttelt haben, können wir diesen Schwamm so verwenden. Man kann den in der Mitte nochmal durchschneiden, damit es so ein handliches Stückchen wird. Kann man, wie gesagt, zum Spülen nehmen oder für die Körperpflege. Und man kann ihn danach einfach auf dem Kompost entsorgen. Wir brauchen keine Plastikschwämme mehr. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel. Oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.